Also, was wurde hier, also hier unten früher gemacht? Hier im Erdgeschoss der Mühle wurde das Getreide gelagert. Zum Herbst hin haben die Landwirte das Getreide zur Mühle abgeliefert. In diesen Doppelzentnersäcken wurde das Getreide durch die große zweiflügelige Tür angeliefert und hier im Erdgeschoss bis unter die Decke gestapelt, bis unter diese großen Querbalken. Darüber war ein halben Meter Raum, da konnte man als Kinder sehr gut spielen. Nur ein schmaler Gang von der Bäckerei und von dem Wohnhaus des Bäckers durch diese Tür wurden schmale Gänge freigelassen. Hier um den Keller des Elevators herum, bis zu der Tür zur Scheune und bis zu der großen Doppeltür, wo das Getreide hier ins Erdgeschoss gebracht wurde. Das war ein hervorragender Spielplatz für Kinder wie uns. Ich bin hier in der Nachbarschaft aufgewachsen und habe immer mit dem Sohn des Müllers gespielt, der war genauso alt wie ich. Und wir hatten hier einen hervorragenden Spielplatz, auch hier im Erdgeschoss der Mühle, konnten auf den Sackstapeln oben uns kleine Burgen bauen und haben ständig hier in der Mühle getobt und gespielt. Vielleicht als Vorgeschichte, ich bin mit 3 Jahren 1943 hier nach Jever gezogen und zwar in die direkte Nachbarschaft dieser Schlachtmühle. Und da lag es natürlich nahe, dass die Schlachtmühle eben mein zweites Zuhause war. Und zwar boten sich hier Bäckerei, Scheune und Mühle an als Spielplatz oder als Begegnungsstätte. Und insofern war es mein zweites Zuhause. Es war mal eine Zeit, da war ich mit meiner Mutter dann zum Einkaufen im Nebengebäude. Und zwar in der Scheune gab es eine kleine Verkaufsstelle. Und dort wurde Hühnerfutter verkauft und meine Mutter kaufte also Hühnerfutter. Ich bin in der Zeit Mühle hochgeklettert, oben zur Windrose gelaufen, geklettert vielmehr. Dann habe ich dort aus der Luke gesehen, die war damals natürlich nicht abgesichert, es gab kein Sicherheitsnetz, es gab also kein Gatter. Und insofern habe ich meiner Mutter dann zugewinkt, laut geschrien. Meine Mutter hat natürlich einen Schreck gekriegt. Der Müller Mehn, der dort am Verkaufen war, auch einen Schreck gekriegt und schrie dann ganz laut, sofort runterkommen. Und hier in diesem Boden haben wir uns dann getroffen und dort habe ich dann die Tracht Prügel meines Lebens von Müller Mehn bekommen. Das war so die einzige schmerzhafte Erinnerung an die Schlachtmühle. Ansonsten habe ich nur gute Erinnerungen an diesen Bereich Schlachtmühle, einschließlich Bäckerei und Scheune.